sowieso für Outtakes. Oh. Das kann man ja machen. Hallo zusammen, ich bin Simone von Simone Style und ich wurde eingeladen, Boris Entrup bei der QVC Beauty Night zu begleiten. Es war ein wunderschöner Tag mit tollen Erfahrungen. In diesem Video bekommt ihr ein paar Eindrücke davon, ein Interview mit Boris und ein Tutorial. Viel Spaß beim Zuschauen. Hallo zusammen, herzlich willkommen. Ich habe hier einen Special Guest dabei. Also mein Name ist Boris Entrup. Ich bin Beauty-Experte, Make-up-Artist, Autor und habe immer ganz tolle, viele schöne Produkte, die das Leben hoffentlich einfacher machen. Und also in Sachen Make-up, wie auch ganz viele Tipps noch dazu. Und ja, genau, das bin ich. Und wie bist du eigentlich zu deinem Beruf gekommen? Also ich habe eine ganz klassische Friseurausbildung gemacht. Und da gab es eine Frau, die machte immer Make-up. Und da stand ich irgendwie an diesem Stuhl und habe immer geguckt, was macht die da? Und für mich gehört Haare und Make-up ganz massiv zusammen. Ein schönes Make-up gibt es auch nur mit schönen Haaren oder nur schöne Haare reicht auch nicht. Also so kann man so Kniffe mit gewissen Kniffe und Tricks, kann man Wunder bewirken, meiner Meinung nach. Und ich liebe meinen Beruf absolut. Ich habe 40 Pinsel produziert, ausgesucht und ich sage wirklich mit einem Pinselmacher hingesetzt, wie man die rollt, wie macht man die haltbar, wie macht man die so fluffig, wie macht man das so, dass das Lidschatten nicht nach links und rechts weggesprengt wird, sondern genau dorthin kommt, wo man das haben möchte. Und diese Musterkollektion habe ich mit in die Arbeit genommen, habe sie mit meinem Team verteilt, das sind 48 Make-up-Artisten, mit denen ich teilweise Fashion Weeks mache. Ich habe immer so 40 verschiedene Pinsel hingegeben und habe dann abends geschaut, welche am meisten verwendet worden sind. Mhm. Also nicht nur, dass es meine eigenen Favoriten sind, sondern so was bei 48 Make-up-Artisten am obersten auf dem Tisch liegt. Tipps und Tricks für die männliche Zuschauer. Ja klar gibt es das. Also wichtig ist einfach eine gute Bartpflege. Augenbrauen dürfen geformt werden, braucht nicht irgendwelche Bogen gezupft werden, sondern gesäubert werden. Es gibt Nasenhaare, es gibt Haare in den Ohren, die dürfen ein bisschen getrimmt, gerupft, gezupft, wie auch immer beseitigt werden. Genau, Deo, Zähneputze. Ja, mal entschuldige mal. Das machen Männer schon viel länger. Frag mal bitte von ihm, welche Lippenstift empfiehlt er, der am ganzen Tag hält. Dankeschön. Superstay 24 Stunden. Das ist der Lippenstift, der am längsten hält auf dem ganzen kompletten Markt. Ein Bronzer für sehr, sehr helle Haut. Die Haut, wer hat denn die Frage gestellt? Amy Epican. Amy Epican, also wichtig dabei ist, du legst es ja wie ein Filter auf die Haut und dann scheint die eigene Haut nochmal durch oder das Make-up und da musst du eben oder da darfst du einfach versuchen, welche Farbtonen funktioniert und darauf achten, nicht zu rot, sondern eher ein kühler Braunton, schaut bei heller Haut viel besser. Und was ich jetzt als erstes mache, ist unter den Augen einen Ton heller zu gehen, mit einem Make-up, nicht mit Concealer. Gerade bei einer bewegten Augenpartie, was du fast noch nicht hast, aber da immer darauf achten, dass man so dünn wie möglich unter dem Auge arbeitet, dass ich das eben nicht in die Fältchen reinlegen kann. Und Concealer, Pinsel ist immer eine ganz schöne Geschichte auch, weil du hier eben das Make-up auf die Haut auflegst und eben toll verteilen kannst. Also, ich fange hier erstmal ganz vorsichtig an. Und das Schöne ist wirklich mit diesem Lidschattenpinsel, da sind ganz viele Pigmente in dem Pinsel drin. Also ich habe richtig viel aufgenommen. Die äußeren, die um den Pinsel herum liegen, die habe ich abgeklopft und so kann ich hier ganz soft und zart den Lidschatten auftragen. Die Augenbrauen hast du schon ein bisschen nachgezogen. Ich würde die immer wieder ein bisschen bürsten. Das heißt, gebürstete Augenbrauen sind einfach die schönsten Augenbrauen, weil das macht dann die Augen nochmal auf. So. Ein großes Trendthema, aber auch ein Everyday-Thema ist ein Nude-Ton in einem schönen Matt, um eine schöne Lippenform hinzubekommen oder die Lippenform optimal auszumalen. Es geht am besten mit einem schönen Lippenpinsel. Also, für einen Lidstrich einmal aufgepasst. Eine feine, dünne Spitze ist immer wichtig oder eben einen passenden
Liner Pencil, mit dem trage ich das auf, aber der funktioniert auch wunderbar. So, einmal nach unten schauen, dann ganz wichtig, ich fange nicht direkt im inneren Augenwinkel erstmal an, sondern ich ziehe eine Linie, soweit sie geht, und dann hier vorne ganz im inneren Augenwinkel anfangen, da gehe ich fast wie in einem Stempelkissen entlang und dann fülle ich mir eigentlich nur noch hier den Wimpernansatz auf und ich gehe immer bis zum äußeren Augenwinkel, also innerer Augenwinkel, äußerer Augenwinkel, das ist ein absolutes Must-Have beim Eyeliner. Was noch? Highlighter? Also gut aufgepasst, genau hier möchte ich ein kleines Highlight haben. Also Nasenrücken, Lippenherz finde ich immer auch ganz schön, wenn es glänzt. Tick hier unten am Kinn und eben hier unter dem Auge. Voilà, Madame. Dankeschön. Dankeschön. Heute geht's ins Studio 2. Da ist immer die Beauty Night. Alles aufgebaut. Hier sitzen die ganzen Gäste. Und hier werde ich nachher, jetzt stehen hier noch die ganzen Zahnbürsten. Und hier werde ich gleich mit der Simone zusammen meine Produkte präsentieren. Und ich bin gespannt, was Simone alles zu den Produkten sagen kann. Einen wunderschönen guten Abend. Und Simone bloggt, oder wenn du bloggst, dann über Kosmetik? Hauptsächlich ja, das macht mir am meisten Spaß, das gehört zu meinem Beruf auch und ja. Auf der Bühne wird sich geschminkt. Aber wir haben den ganzen Tag miteinander verbracht, ja. Und ich habe sie auch ausgequetscht, was sie zu Hause macht. Und das erste war Blenderei. Was wäre hier wo drin bei dir? Ein Base, Concealer, Mascara, falschen Wimpern, Wimpernklebe, Glitzer. Ja. Ich bin ein Glitzer-Junkie. Auch Vertrauen mit den Make-up-Artisten. Okay. Also Philipsonic Care Schalter. Unglaublich, ich habe noch nie mich selber 12-fach vergrößert gesehen. Ich bin beeindruckt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ihr von Boris und mir wissen wollt, wie der Lippenstift-Trend in diesem Jahr ist, dann schaut auf dem Beauty-Blog von QVC vorbei. Den Link findest du da auf meinem Blog, denn dort kannst du den zweiten Teil von diesem Video sehen und auch ein Pinselset von Boris gewinnen, mit dem er mich geschminkt hat. Tschüss!